Und die nächste Runde. Hier muss ich jetzt mal zusehen, dass ich das so ein bisschen parallel laufen lasse. Oh, das will ich so nicht machen. Immer noch nicht. Kostet ja auch alles Geld. So, dann kann ich jetzt den einen hier oben rumfahren lassen. Den anderen unten rum. Das passt sogar. Was muss ich nochmal machen? Ich muss jetzt hier 100 Streckenteile kaufen. 5 Züge. Dann hole ich noch gleich mal noch einen. Und ich darf keine Schienen zerstören. Oh Mann, ich darf mich also nicht verbauen. Sonst ist das Spiel hier ganz schnell zu Ende. Also auch miteinander verbinden. Sonst kommt der Gelbe hier gar nicht zu Rot. Manchmal passt das nicht so ganz. Da wollen die Züge quasi parallel fahren. Der von blau nach rot, von blau nach gelb und von gelb nach blau, das passt nicht so schön. Ach, da muss ich auch noch wieder irgendwas verbinden. So mache ich das mal. Sollte ja eigentlich gut, ne? Schön. Dick genickt. So, Rot kann schon mal losfahren. Da unten ist jetzt Lila dazugekommen, die... Tja, das sieht jetzt blöd aus. Das oben rumzuschicken ist Mist. Ich warte mal ab. Vielleicht passiert noch was Tolles. Ah, da geht es nämlich schon los. Da kommt eine Brücke dazu. Nee, das will ich lieber nicht machen. $500, die verschenkt werden. Das geht nicht mehr. Scheiße. Da habe ich kein Geld mehr. Aber jetzt vielleicht wieder. Das Leben gerettet. Da Rot gleich da oben hin muss, werde ich schon mal die Strecke basteln. Das ist natürlich jetzt blöd so. Ich darf ja keine Streckenteile verkaufen. Doch, darf ich. Nee, darf ich nicht. So, dann muss ich nämlich zusehen, wie ich jetzt hier reinkomme. Das hätte man natürlich besser machen müssen.
Vielleicht klappt es auch so. Ich wollte gerade sagen, vielleicht möchte ja keiner zu Türkis, aber offensichtlich auch jetzt genau da Orange, ne? Die ich eben schon gesagt habe. Aber ich kann es mir jetzt eigentlich, ich kann mir Zeit lassen. Ich habe es jetzt ja schon geschafft. Hier, die Aufgaben sind erfüllt. Mit dem Cursor die Strecke ab. Hab es tatsächlich übersehen, aber es ist nochmal gut gegangen. Wie gesagt, mit Leertaste kann man auch mal Pause machen. Oder als eben mit 1 bis 4 langsamer und schneller ablaufen lassen. Geschafft.